Scheiß auf Heilung. Wir haben Wunderasche, wie verrückt. Wir haben Wunderasche, das macht der Dungeon hier. Weil ich auch nicht weiß, wie man Wunderasche zu sich nimmt. Oh nö, nicht euch. Oh nein. Macht ihr genau das, was ich denke? Ich meine, ich habe gespeichert, deshalb ich habe es einfach ausprobiert. Ja, ach so, ihr Tötung gestoppt. Okay, Entschuldigung. Ja. Gut. Jetzt darfst du. Ich möchte die nicht mehr haben. Kann man die nicht rausnehmen? Doch, aber dazu müsste ich wieder den RPG-Maker öffnen. Nee, das soll ich. Was ist das für ein Geblinke? Was ist das? Ach, das sind diese scheiß Blitze. Die garantiert nicht von den Nonnen... die Nonnen werden garantiert nicht davon beeinflusst. Gott! Ich krieg hier einen epileptischen Anfall. Das müssen wir in die Beschreibung schreiben, falls jemand irgendwie Anfälle kriegt. Ich glaube auch. Epileptiker-Warnung. Ich glaube, ich hänge einfach die Epileptiker-Warnung vorne dran. Was soll's. Gott sei Dank bin ich keine. Wahrscheinlich noch nicht. So. Die Nonne ist einfach durchgelaufen. Die isolierte Super-Elite-Nonnen. Wer kennt sie nicht? Die gibt's in jedem Spiel. Ja. Das ist ein Power Ranger in der Nonnenverkleidung. Ein isolierter Power Ranger. Och nein. Ein Wand-Offizier. Ich habe noch eine Kugel. Die Rüstung eines Offiziers hält einem leichten Gewehr locker stand. Der einzige schwache Stelle ist, sind die Schlitze zwischen dem Visier und dem Helm selbst. Er besteht aus Kohlefaser. Der Helm... Wie sieht er dann was? Der Helm wird extrem leicht und belastbar. Doch bei schlagartiger Krafteinwirkung bricht er wie Glas. Wenn ich den Kopf nicht treffe, war's das. Ein Helm, der bei schlagartiger Krafteinwirkung bricht wie Glas, ist ein unglaublich beschissener Helm. Das stimmt. Weil ein Helm soll vor primär, also kurze historische, also wer jetzt nichts lernen will, schaltet einfach 2 Minuten vor. Helme sind dafür gedacht, dass wenn du den Kopf trägst, also dort, wo der Helm damals herkam, Mittelalter. Mittelalterliche Rüstungen waren dafür gedacht, Schläge auszuhalten. Weil sie Pfeilen sowieso keinen Widerstand bieten konnten, hat man irgendwann die Plattenrüstung erfunden, die dann auch den Pfeilen widerstehen konnten. Aber der Helm ist ja primär der Schutz für den Kopf. Wenn du einen Kopf angreifst, ziehst du mit dem Schwert schlagartig durch oder stichst zu. Wo sag ich mal den Mauscursor? Wo bist du? Ach, da. Nein. Mein Schussvisier ist weg. Geil. Er ist weg. Ich sehe ihn nicht mehr. Viel Erfolg beim Treffen. Ja, jetzt ist er weg. Oder ist das die Maus? Nee, ist keine Maussteuerung. Das wäre dämlich. Wobei ich es zutrauen würde. Nein. Wo bist du? Maus. Wie gesagt, der Helm schützt vor Krafteinwirkung auf den Kopf. Wenn dieser nicht geschützt werden kann, weil schlagartige Krafteinwirkung, die bei einem Schwerthieb oder ähnliches gleichkommt, macht das Ding keinen Sinn. Dann kannst du ihn auch abziehen. Weil ich meine, niemand tätschelt dir auf den Kopf, um dich zu töten. Das macht niemand. Und mein Mauscursor ist weg. Wo bist du? Also, was heißt Mauscursor? Mein Fadenkreuz ist weg. Das ist irgendwo oben links verschwunden und ist weg. Juhu. Wo bist du? Mauscursor. Dieses Spiel macht extrem viel Spaß. Hey. Hill. Ziel. Viel besser. Und diese Sicht ist scheiße. Muss man auch dazu sagen. Auch hier wo jetzt. Kommt der eigentlich durch? Hä? Ich glaube, das ist so eine Art Loch oder soll so eine Art Loch oder Nische darstellen, wo er durchguckt. Hier ein kleiner Hinweis für RPG-Maker-Leute oder allgemein für Entwickler. Wenn ihr schon so ein Feature einbaut, in dem man schießt, das finde ich
geil gemacht, muss man sagen. Finde ich schön gemacht. Aber wenn ihr dann ein Fadenkreuz habt, das wie hier jetzt aus dem Bild rausfliegen kann, dann solltet ihr nicht so etwas wie ein Head-Up-Display oder in dem Fall halt eine Barrikade, eine Sichtbarrikade bauen, hinter der das Ganze verschwindet, weil ich weiß nicht, wo mein Mauscursor ist oder wo mein Cursor ist. Ich rate, ich drücke die ganze Zeit nach rechts, in der Hoffnung, dass er herkommt irgendwann. Vielleicht ist er auch jetzt schon auf der rechten Seite oder so. Allerdings, wenn ich mir die Bewegung des letzten Cursors angucke, den ich hatte, der ja offenbar dasselbe war, müsste der eigentlich jetzt mittlerweile irgendwo wieder in der Mitte sein. Das ist er nicht, er ist weg. Ich schieße einfach. Der Typ muss echt Langeweile haben. Verhaftet sie, sofort! Das war's, ein kleiner Fehler kann alles zunichte machen. Zum Glück haben wir gespeichert. Du, der Typ hat jetzt, wie lange hast du gelabert? Also ich schätze jetzt mal, der Typ hat 2 Minuten perfekt stillgestanden. Einfach nur, weil du auf ihn gezielt hast. Er ist ein Wachmann, der ist wie so eine englische Wache. Die dürfen sich den ganzen Tag nicht bewegen, bis irgendwas passiert. Ich glaube, das ist eine gute Erklärung dafür. Der arme Typ. Übrigens ist mir aufgefallen, die Nonnen haben rote Augen. Also sind es Albino-Nonnen. Och, nö. Oh mein Gott, eine Albino-Nonne. Er kennt sie nicht. Die sind elementar, die gehören in jedes gute Spiel. Ja. Man kann es nicht oft genug sagen. Die... Also wirklich, die sind... Es ist schon mal... Auf jeden Fall ist es eine neue Idee. Das muss man ihm lassen. Er ist sehr einfallsreich. Man merkt zwar, dass seine Ideen größtenteils aus irgendwelchen Animes kommen und so, aber es muss ja nicht unbedingt was Schlechtes sein, finde ich. Wenn es ein guter Anime ist, wohl bemerkt. So. Ja, ein Wondoffizier. Ich glaube, das soll Windoffizier heißen, weil ein Wondoffizier macht keinen Sinn. Weil hier, wenn man die Geschwindigkeit des Cursors sieht. So, ich muss hier. Ah, ich verstehe. Ich weiß, warum ich meinen Cursor nicht zurückbekommen habe. So. Ich drücke nach oben. Ich drücke nach unten. Oben. Unten. Invert Maus. Yo. Invert Tastatur, wenn man so will. Ja. Totaler Blödsinn. Das macht man nicht, zumal es bei den anderen beiden auch nicht so war. Das kannst du aber auch machen, wenn ich spieltechnisch eine neue Waffe bekomme, zum Beispiel ein Scharfschützgewehr. Das hier ist immer noch meine Beretta. Der Typ liegt auf dem Rücken. Er hat sich falsch rum hingelegt. Nee, dann müsste auch links und rechts vertauscht sein, weil die sind nicht vertauscht. So. Ich hab's kaputt gemacht. So. Jetzt darf ich hier lang. Moment. Das sieht aus wie Riesenschwerter. Ich will's gar nicht wissen. Ich wag den Weg nochmal. Nein! Scheiße. Das ist das Problem, wenn man nach solchen Abschnitten nicht jedes Mal eine Speicherstatue hinsetzt. Deshalb hasse ich prinzipiell Speicherstatuen in Spielen, denen es nicht sinnvoll ist. Gut, hier scheint es ja tatsächlich so zu sein, dass die Speicherstatuen noch ein Spielelement Zweck haben, weil das sind ja diese Windfrauen, die ja die Geschichte erzählen. Das heißt, das hat man irgendwie... ich hasse das. Man muss auch dazu sagen, also, wie gesagt, erstmal die Frauen ist eine coole Idee, die auch einzubauen. Das heißt, es macht auch Sinn, dass hier irgendwelche Frauen rumstehen, die Geschichten erzählen. Was keinen Sinn macht, ist zum Beispiel, dass ich... Die ganze Zeit war es so, ich konnte nicht über die Pilze drüber laufen. Hier über die kann ich nicht drüber laufen. Hier kann ich wieder drüber laufen. Hier kann ich nicht drüber laufen, weil das ein Grasbüschel ist, den man nicht sieht. Es macht keinen Sinn. Und manchmal sieht es so aus, als könnte man drüber laufen und dann kann man es nicht. Dann bleibt man hängen und dann passiert so ein Scheiß. Ja gut, kennen wir ja schon.
ja, das sind alte Fehler, die ich einfach nochmal aufzeigen will. In der Hoffnung, dass Leute, die eventuell dieses Spiel sehen oder gespielt haben, oder... nein, geh weg. Praktisch so als Anti-Beispiel nehmen, dass sie wissen, was sie nicht machen dürfen. Wie gesagt, ich habe schon mal erwähnt, ich finde das Spiel... Die Fallen sind auch so unglaublich random. Die kann man nicht abschätzen. Ist auch so eine Sache, was mich ein bisschen stört. Das Spiel an sich ist von der Idee her... Nein! Nicht schlecht. Nur von der Umsetzung her hapert's unglaublich. Ich glaube, dass da hinten dran, hinter dem Spiel, was wir so gesehen haben, steckt eigentlich eine ziemlich coole Geschichte, glaube ich. Ich glaube nur... Versuchst du jetzt wieder das Spiel gut zu reden? Ich versuche mir Hoffnung zu machen. Entschuldigung. Ich möchte nicht depressiv wirken. So. Ja, ich weiß, der Wondoffizier. Hau den Wondoffizier um. Er hat noch eine Kugel. Ach ja, richtig. Invert. Nein. Tot. So. Ich gehe einfach weiter. So, was kommt jetzt? Hopp, random Fall, nämlich töten. Irgendwie ja, was soll das sein? Also wenn das keine fliegenden, übertriebenen Zweihandschwerter sind, die doppelt so groß sind wie ein Mensch, sprich 4 Meter, dann weiß ich auch nicht. Ich kann drunter durchlaufen. Oder nee, ich kann nicht drunter... Die stehen hier rum. Die stehen im Kreis, oder? Die stehen im Kreis. Ein Zettel. Ah, wieder kommt bald Strom drauf oder so. Wenn die Relikte der Krieger im Westen und Osten wie von Geisterhand bewegt werden, öffnet sich das Tor. Westen und Osten. Also Detto und Detto. Und Detto ist mal wieder so ein Schrein, wie vielleicht... Oh, 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 Speichi, Speichi, Speichern! Sehr gut, muss man gar nicht mehr zurückrennen. Das ist gut. Tot. Ja. Ich hab dich verarscht, Dilde. Tot. Hier steht, Zahlen steuern die Windschleusen. Eine Tastatur. Hier kann man nur Zahlen eingeben. Hier ist doch eine Uhr. 108. 108. Hä? 92, dann sind wir auf 100. Auf 200. Das hat keinen Sinn gemacht. Ich versteh's nicht. Geht's da oben? Hey, guck mal, Wunderasche. Hä? Wunderasche? Ah, wow. Brauchen wir. Komm ich nicht dran. Ey, cool. Scheiß drauf, ich hab genug. Keine Ahnung. Ein Zahlengenerator. Generiert random Zahlen, die dir hier nichts bringen. Yay. Ein Zahlengenerator. Moment. Das waren die Zahlen 108, ne? Das war die Zahl. Ja, genau. 1, 2, 3, 4, 6. Moment, sind das immer dieselben Zahlen? Ich verstehe es nicht. Hä? Ein Zahlengenerator. Ah, da leuchten einfach random Zahlen auf, oder was? Ja. Ich glaube ja. Ich habe zumindest noch kein System dahinter gesehen. Die 2 und die 3. Also es sind die Zahlen abgebildet von 0 bis 9. 3 und 8 hatten wir schon mal. Moment. Jetzt ist es die 2 und die 8. Hä? Eins und fünf. Die trollen uns. Es leuchten immer 3, 1, 2 und 3 auf. Mindestens. Und dann hinten dran noch die anderen.
3, 8, 1, 5, 2, 3. Das sind auch immer wieder dieselben, habe ich so das Gefühl. Also 5, 3, 8 quasi. Ja, aber ich kann nur zwei Zahlen eingeben. Boah, ein Riesenpilz. Gib mir den Pilz. Pilz! Beiß rein. Hilf dir bestimmt auf deine Mission weiter. Nein, das wäre echt dumm. Genau wie dieses Rätsel. Also geh. Hier unten kann ich noch lang. Hallo. Hier jemand? Hallo. Zahlengenerator. Was war das? 1, 5, 2, 3, 3, 8. Ja. Ich kann ja gerne nochmal hingehen. Hier, 2, 8. Nochmal 2, 8. Immer noch 2, 8. Schon wieder 2, was? Hier ist 1, 5. Sehr toller Zahlengenerator. Jetzt ist 08. Moment, das war jetzt 08. Wenn ich jetzt 08 eingebe, mal sehen, was passiert. Weil da leuchten immer zwei Zahlen auf. Wenn ich jetzt 08 eingebe, passiert überhaupt nichts. Also das sind doch drei Würfelpunkte sind vor der 108. Wo waren das nochmal? Ach so, das war oben auf dem Zettel. Das war hier. Relikte. Nee, Quatsch. Wo war das? Ja, doch an dem Grabstein da. Eine Tastatur, ich kann. Ach, Mist. Eine Uhr. 108. Ah, hier ist okay. Noch eine Uhr. 108. Hä? Okay. Wir können jetzt alle Zahlen ausprobieren. Sind ja nur 99. Beziehungsweise 100, wenn man die 0... Ich hab nur keine Ahnung. Du hast doch auch diese komische Lösung da bei dir. Oder? Nee, ich nicht. Nicht? Nein, leider nicht. Nee. Aber wenn du willst, kannst du mir mal ziehen irgendwo. Ja, zieh sie dir mal. Dann. Das wäre nämlich echt toll, weil ich hab keinen Bock hier die ganze Zeit einfach nur Zahlen zu raten. Ich werde einfach mal weiter raten. Was soll das denn bitte? Wir beide Walkthrough. Pokémon Platin. Genau. Ja, das Problem ist, wenn du wir beide einfach so eingibst, ohne RPG-Maker oder sowas dran zu hängen. Ja. Wirst du eine Menge Sucher geben. Das ist die Spielwelt. Ja, okay. Bekannt nicht. Berüchtigt vielleicht. Gut, die Zahlen von 0 bis 9 sind es nicht und 10 war es auch nicht. Scheiße, Mann. Mal sehen, wer Erster ist. Einfach nur. Ach. Wahrscheinlich du. Weißt du noch, wo du das geladen hast, das Spiel? Boah, du fragst das Zeug. Ich glaube, es war tatsächlich im RPG Maker Atelier. Oder im. RPG Maker 2000er Forum.
ich glaube, auch hier werde ich wieder schneiden. Muss ich mal ganz ehrlich sagen. Ja, wahrscheinlich. Guck einfach mal, weil ich finde es nicht. Und selbst dann müsste ich mir das komplette Scheißspiel runterladen. Dann werde ich ganz kurz einmal unglaublich professionell den hier machen. 38, was soll das bitte mit einer 38 zu tun? Ich habe keine Ahnung. Ich werde sie einfach. So, sollte ich vorgespult haben, hier laut Walkthrough ist das hier die Lösung. Nicht passiert. Toll. Was? Ja, geil. Ernsthaft? Muss man schon sagen. Super. Ja. 38 eingeben, Schalter im Raum unten aktivieren. Wir sind hier in Kensey's Way mit Wing. So, auf Blitz achten. Das Papier eine 8-mal. Das haben wir gemacht. Öffnen den Raumboden durchtreten, bevor man in den Schalter steigt. Dann Raum 3, Part 1, 15 eingeben. Das haben wir gemacht. Raum im Schalter unten aktivieren. Und 38. Was? Gib nochmal 15 ein oder so. Ach nee, das könnte sein, dass das doch die 15 ist. Viel offen. So, nochmal. My brain hurts. Irgendwie so eine Begründung wäre cool, oder? Nein! Was? Hä? Also nochmal, wir müssen quasi das westliche Och. Und das... Es ist einfach random ein Schalter aufgetaucht. Es macht denselben verfickten Sound, wie wenn es falsch ist. Es macht nichts. Sie sagt nichts. Es aktiviert sich nichts. Aber er taucht auf. So, ich hab ihn gedrückt. Kein Bock mehr. Arsch, Dreck. Scheiß Ding. Ach, und jetzt? Tun die mir weh? Keine Ahnung. Nee. Ich will meinen Therapeuten sprechen. My brain. Ach nee, da willst du ja nicht. Das wäre echt dumm. So, jetzt noch das linke irgendwie komisch zum Drehen bringen. Ja, der dreht jetzt. So, das ist ganz toll. Und jetzt dreht schon das Schwert am Rad und ich auch. So, ich gebe jetzt mal 38 ein, weil die muss ja auch irgendwo auftauchen. Ah, ich hab's immer noch nicht verstanden, aber... Ich glaube, du bist zweimal drüber, oder? Fan-fucking-tastic. Ja toll, und jetzt drehen die sich, und jetzt? Oh, Wunderasche, geil! Das war's wert. Gehen wir wieder.